Zeit Online, lassen Sie uns über Leitkultur reden, ein Reizbegriff von rechts wie von links. Was halten Sie davon? Olaf Zimmermann, er ist verbrannt, weil er politisch missbraucht worden ist. Man sollte ihn nicht mehr verwenden. Der damalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat ihn vor 20 Jahren zu einem Kampfausdruck gemacht. Egal, mit welchen Inhalten man den Begriff jetzt füllt, er löst nur noch Emotionen und keine Diskussionen aus. Die Debatte an sich ist jedoch wichtig. Was hält uns als Gesellschaft noch zusammen? Gibt es einen gemeinsamen Wertekanon? Was meinen wir mit kultureller Integration? Darüber müssen wir sprechen und streiten. Zeit Online, die Integrationsbeauftragte Aydan Özüz meint, eine spezifisch deutsche Kultur jenseits der Sprache sei nicht identifizierbar. Noch Innenminister Thomas de Maizière dagegen findet, zur deutschen Leitkultur gehöre, sich die Hand zu geben, das Gesicht nicht zu verschleiern, sowie das Leistungsprinzip. Zimmermann, beides sind Extrempositionen. Natürlich verbinden uns mehr als nur die Sprache und weit mehr als sich die Hand zu schütteln, was ja auch Menschen anderer Völker machen. Wir haben als Deutscher Kulturrat deshalb versucht, mit der Initiative Kulturelle Integration selbst einen Vorschlag für eine positive Deutung zu machen, eine Klammer, die uns zusammenhält. Das fängt damit an, dass wir uns Regeln setzen. Die Grundlage ist das Grundgesetz, in dem in den ersten Artikeln vor allem die Freiheitsrechte beschrieben sind. Die gelten für alle, die in diesem Land leben. Zeit Online, aber wieso brauchen wir dann noch eine verbindende Kultur? Ist der Zusammenschluss von 257 bundesweiten Kulturverbänden und Organisationen? Zur Debatte um die Leitkultur hat eine von ihm angestoßene Initiative eigene Vorschläge vorgelegt. Auslöser war ein Disput seines Geschäftsführers Olaf Zimmermann mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière bei der Islamkonferenz. Weil der CDU-Politiker mit den 15 Thesen der Initiative zur kulturellen Integration offenkundig nicht einverstanden war, obwohl das Innenministerium beteiligt war, legte de Maizière eine Woche vor der Veröffentlichung seine eigenen Vorstellungen vor. Zimmermann, Recht und Gesetze reichen nicht aus, und es geht auch um mehr als nur soziale Regeln. Uns sind bestimmte Werte, Tugenden, Verhaltensweisen wichtig. Zum Beispiel, das und wie wir miteinander kommunizieren. Bis hin zu der Frage, was machen wir mit unserer Geschichte? Führt die alle Menschen zusammen, die hier leben? Auch diejenigen, die hinzukommen, übernehmen ein Stück Verantwortung für die deutsche Geschichte. Genauso wie wir aus der Geschichte Tabus ableiten, zum Beispiel, dass wir nicht antisemitisch sein wollen. Zeit Online, müssen wir deshalb auch sensibel sein bei muslimischem Antisemitismus? Zimmermann, absolut, wenn jemand aus einem arabischen Land hierher kommt, egal, mit welchem Schutzstatus, kann er nichts sagen, in seiner Heimat gehöre Antisemitismus zu den kulturellen Werten und das bringe er mit nach Deutschland. Da gibt es klare Grenzen. Zeit Online, und wie ist das mit dem Anti-Islamismus?